Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter 1. Ja, da ich gespeichert habe, hat er mich jetzt anscheinend hier komplett woanders hingesetzt. Aber wir sind hier richtig, wenn ich das richtig im Kopf habe von der letzten Folge. Wir haben nämlich eine Erinnerung am Ende von unserem Fall gehabt. Und wir schauen doch gleich mal nach, was wir hier machen können. So, ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, weil nach der Erinnerung habe ich jetzt den Tag beendet und habe dann noch zwischendurch geschlafen. You know, I envy you, Sherry. You can talk to other people and they won't ignore you. And I envy you. You can ignore any person you're bored with. You don't miss out on much. Most men are dull, unlike yourself. Well, I'm flattered. This portrait was painted some time before my father's death. I would guess it's the only depiction of him that remains. Okay, ich gebe zu, ich hätte mir jetzt die letzte Folge nochmal angucken sollen. hier ist ein Vorhang, der war vorher auch da, ne? Ja. Okay, ich hatte jetzt irgendwas gesehen. Da ist ein Spiegel. Ich hatte nämlich vorhin irgendwas gesehen mit Spiegel. Ah, hier können wir jetzt rein. Another one. Nee. There must be something important behind it. I can feel it. Weil es nämlich, da gibt es ja, wenn man startet, immer diese Texte, die da drin stehen. Und da stand was drin von wegen, ich kann mich an irgendwas aus meiner Kindheit erinnern. Und dass da ein Spiegel war. Aber ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss, ehrlich gesagt. Ich schau mal unten, ob da rechts ist nichts offen. Das war, glaube ich, vorher auch offen hier, ne? Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Ist das jetzt euer Ernst, dass wir hier nichts machen können? Moment, müssen wir hier vielleicht irgendwas umstellen? Ja, doch, der Spiegel. Bruchstückhafte... Ach so, Moment, ich habe es nicht drin gehabt. Ich habe mich wieder an etwas erinnert. Ich sah die Hand einer Person, die einen Schlüssel in ihrer Tasche verstaute. Und eine Tür, die geschlossen wurde mit der Silhouette einer Frau im Raum hinter der Tür. Die Tür war irgendwo im oberen Stock und in der Nähe hing ein großer Spiegel. Ah, Moment, wir heften das jetzt mal an. Dann kommen hoffentlich entweder die Erinnerungen oder ich kann da irgendwas machen. Da. So. Kann ich denn... Ich bin jetzt am Spiegel. Och, hab ich mich gerade erschrocken. Boah. Ich hatte einen Surprise for my mother. Okay, Überraschung mit der Mutter. Schwerwerkzeug. You had a shovel with you, John. I was holding an ancient Greek vase, or rather, quite a big piece of it. I remember now, we dug up the vase from Greek ruins here on Cordona and were eager to show my mother right away. Okay. Aber die Mutter sieht... Doch, jetzt doch. Jetzt komme ich nicht mehr durch. For some reason the door was closed. We knocked. But nobody answered. We thought that she was busy. So we left the vase and ran downstairs. Okay, er hat die Vase hingestellt und die Treppen sind so runtergerannt. Hallo? I decided to gather some archaeological tools in order to take a closer look at the vase. But then we heard something, didn't we? Sag bloß. Yes. It came from upstairs. Ich hab's befürchtet. The vase was broken, shards scattered all over the floor. And your mother was standing at the door. Indeed, John. I doubt it was her. Let me concentrate. Männlich. Otto Richter was standing there, furious at us. Dr. Richter told us never to disturb my mother when the door is closed. He said she had broken the vase. But we didn't believe him. I bet he smashed it. Okay. Yay! Wir haben endlich einen neuen Bereich freigeschaltet. Things are still here. Presumably Mycroft never felt the need to sort through it all. Or couldn't bring himself to. No. He would have put it behind him and moved on. My brother is not one for sentimentality. Ist
ist nicht unbedingt verkehrt. Wobei natürlich dieses Kaltherzige nicht unbedingt sein muss. Oh, ein Schachspiel. Look what I found. The White King is under attack. Sherry, can you save him and checkmate the opponent in one move? Ist die Frage, soll ich jetzt hier mit dem Schach spielen? Kann ich überhaupt mit dem Schach spielen? Ach so, Moment, oder muss ich dann... Alte Schachpartie, oh mein Gott. Vorgefertigte Sachen sind immer schlecht. So, rette den König durch einen Rückzug. Hoppala. Oder verteidige den König mit dem Läufer. Ich sehe ja gerade gar nicht, was da drauf ist. Moment. Also das Dunkle ist der König. Dann ist der Läufer da hinten. Den soll ich dann wahrscheinlich nach vorne machen. Was haben wir denn da noch? Dann wird er den wegnehmen. Das wäre natürlich Blödsinn. Oder? Welcher ist denn? Moment, ich kann das hier gar nicht richtig sehen. Das sind... Ach doch, der eine König steht hier unten in der Ecke. Das ist aber nicht mein König, wenn ich das richtig sehe. Doch, das ist mein König. Also ich bin schwarz. Das Dunkle, was so komisch braun aussieht, ist schwarz, nehme ich mal an. Und er spielt wohl den weißen König. Nee, stimmt gar nicht. Ich bin weiß. Ach, jetzt habe ich es verstanden. Okay, dann setze ich den natürlich da rein. Dementsprechend, ja, das ist schlecht, weil ich dann den nämlich von... ich würde sagen, dass ich den erstmal mit einem Rückzug rette. Sure, you saved the king, but that's no checkmate, Sherry. You're losing your touch. Okay. Wenn ich den aber reingesetzt hätte, dann hätte der mich angegriffen und ich hätte nichts mehr gehabt. Ach so, das war mein... Ach, ich habe einen Denkfehler gemacht. Das war mein Turm. Ja, ist okay. Okay. Also für alle, die es jetzt noch nicht ganz verstanden haben, da oben der weiße Turm, das ist meiner gewesen und das wäre dann wirklich Schachmatt gewesen. Ich bin so blöd manchmal. Okay. Wir wenden uns den komplizierteren Sachen zu als Schach. This room always reeked with an acrid medicinal stench. And here is the reason. Okay, ich sehe jetzt nur Aspirin, aber anscheinend sind hier irgendwelche komischen Sachen drin. Oh je, okay, vier Sachen, die ich finden muss. Nur an dem Koffer oder hier in der Umgebung? An dem Koffer ist... Ah, ja, jetzt... Ah, okay. Was haben wir denn hier? No labels. I doubt it ever had one. Genau. There appear to be residues of the bottle's contents at the bottom. Ja, aber offensichtlich irgendwie festgefrorene oder festgepumpte Inhalte. Behandlungstagebuch. Behandlungstagebuch über Mrs. Violet Holmes von Dr. Otto Richter. 19. Mai 1868. Im ersten Behandlungsgespräch stellte sich heraus, dass die Patientin an Schlafproblemen, Angstzuständen und leichter Verwirrtheit leidet. Ich habe ihr ein starkes Beruhigungsmittel zur täglichen Einnahme verschrieben und wir werden die Symptome weiter im Auge behalten. 3. August 1868. Das Beruhigungsmittel hat gegen die Angstzustände geholfen. Doch Mrs. Holmes leidet nun an Katatonie, Apathie und längeren Depressionsepisoden. Darüber hinaus hat sich die Verwirrtheit gestärkt. Sie hat begonnen, Briefe an ihren verstorbenen Ehemann zu schreiben, als ob er noch am Leben wäre. Ich habe 6 weitere Medikamente verschrieben, um ihren Geisteszustand zu stabilisieren, sowie eine wöchentliche Hydrotherapie. Das ist schon nicht gut, wenn man mit solchen Medikamenten ankommt, weil das verschlimmert meistens den Geisteszustand. 27. November 1868. Die aktuelle Medikation hat durchschnittliche Ergebnisse gezeigt, wobei sich die Verwirrtheit zu nahezu konstanten Wahnvorstellungen verschlimmert hat. Meine ich doch. Die Patientin reagiert enorm gereizt, wenn ihren Vorstellungen widersprochen wird und neigt dann zu aggressivem Verhalten. Ich habe mittlerweile mehrere Gewaltausbrüche der Patientin gegenüber ihrer Familie und auch sich selbst erlebt. Daher habe ich angeordnet, dass Gitterstäbe an den Fenstern des Hauses angebracht werden und Mrs. Holmes nachts ans Bett gefesselt wird. Oh je. Die Dosierung ihrer
Medikation habe ich erhöht. Zudem habe ich Hypnotherapiesitzungen sowie ein mittelstarkes Halluzinogen verschrieben. Oh, ich habe es heute nicht mitlesen irgendwie. Oh, es war eine lange Nacht. Was ist das? Do you think the doctor could have used these tools here? I hope not. Also diesen komischen Schraber, okay, aber das andere sieht fast aus wie eine Haarbürste irgendwie. Ich will, glaube ich, gar nicht wissen, was das ist. Da war doch, meine ich doch, da war da am Tisch noch was. Seeger Holmes Todesanzeige in der Times. London, 21. August 1865. Mr. Seeger Morland Holmes, der berühmte Archäologe, Sachverständige und Historiker, verstarb überraschend im jungen Alter von 41 Jahren. Er erlitt am Samstag während einer Opernvorstellung im Royal Opera House im Londoner Bezirk Covent Garden einen Herzinfarkt. Ja, das, na, sagen wir nichts zu. Trotz aller Bemühungen eines Arztes erlangte Mr. Holmes nicht weiter das Bewusstsein und verstarb gestern Abend um 18.20 Uhr. Sein plötzlicher Tod löste in seinem großen Freundes- und Bekanntenkreis Bestürzung aus. Mr. Holmes hinterlässt seine Frau Violet sowie seine zwei Söhne Mycroft, 16 Jahre alt, und Sherlock, 6 Jahre alt. Die Beisetzung erfolgte am Mittwoch auf dem Highgate Cemetery of St. James durch Reverend W.E. Stanley. It's a strange feeling to read about my father's death in the newspaper. I can't recall anything except the deep feeling of loss. You were too young. It happened before we even met. It's so sad. I'm sorry. Ja, plötzlich und unerwartet kennen wir ja leider sehr oft jetzt. Ein altes Stück Papier, 25. März 1869, Behandlungsnotiz von Dr. Otto Richter. In den vergangenen Monaten habe ich Mrs. Holmes gebeten, Landschaften zu zeichnen. Die ersten Zeichnungen, die sie angefertigt hat, waren klar und akkurat. Die weiteren Zeichnungen wichen jedoch immer mehr von der Wirklichkeit ab. Offensichtlich schreitet ihre Erkrankung zügig voran und wirkt sich womöglich auch auf ihre optische Wahrnehmung aus. Eventuell wird eine Trepanation nötig sein. Okay. Was haben wir hier? Nee, nein, ich will das so haben, dass ich was sehen kann. This picture was drawn by my mother. I recognize her hand. There's a date on it, 8th of December 1868. 8. Dezember war das erste. This seems a bit odd. I can recognize my mother's style, but it's far too sloppy. Dated 12th of February 1869. Okay. Das scheint also richtig zu sein, was er da geschrieben hat. Na, nimm das. Oha. It's difficult to tell what this is meant to represent. There's no date at all. Okay. Ich sehe übrigens gerade, ich habe noch das Schachspiel hier drin. Behandlungstagebuch. Eine fast leere Flasche. Oh. Ich glaube... Ich weiß jetzt schon, dass ich das mit der chemischen Analyse sowieso nicht hinkriegen werde. Ich verstehe aber auch die Logik dahinter absolut nicht. Minus 4. Wir können auch zum Beispiel jetzt nichts mit Minus herstellen. Deswegen machen wir das wie immer. Ja, möchten wir. Das kommt ja nur aufs Ergebnis an. So, die Analyse ergab, dass es sich bei der unbekannten Substanz um ein Halluzinogen handelt, das aus Pilzen gewonnen wurde. Aha, hatte ich mal wieder recht, okay. Erinnerung an das Herrenhaus, Gedankenspiele, Zugang zu Mutters Zimmer. Würde ich sagen, heftig das mal an, weil die anderen Sachen, denke ich mal, werden wir so erstmal noch nicht gebrauchen. Also das sieht ja eher nach Beweismitteln aus. Yeah. Straps on the bed. Just doesn't look right. Vor allen Dingen nicht, wenn man jemanden für bekloppt erklären will. Seems this was the most frequently used medication.
One dram dissolved in a glass of water, administered daily. Not to exceed one dose in 24 hours, not to be given to children. Okay. Schublade vielleicht? Ja. Februar 1869 von Violet für Sieger. Mein lieber Sieger, lange ist es her, dass ich das letzte Mal von dir gehört habe. Man könnte fast geneigt sein zu glauben, dass meine letzten Briefe einfach nicht mit deinen Reisen quer über den Kontinent Schritt halten konnten. Ich hoffe, du bist bei guter Gesundheit und befindest dich bereits wieder auf dem Weg nach Hause. Vergib mir meine Ungeduld, aber ohne deine freundliche Stimme und deine strahlenden Augen erscheint mir das Leben kaum lebenswert. Auch unsere Söhne brauchen ihren Vater. Ich kann dir sagen, dass sie dich wirklich vermissen. Selbst Mycroft, der das Herz ja nicht gerade auf der Zunge trägt, wie du weißt. Falls meine letzten Briefe verloren gegangen sind, solltest du wissen, dass wir auf die Insel Cordona übergesiedelt sind. Komm bitte bald zurück zu deiner Familie. Auf ewig dein, Violet. Februar 1869. Okay, da sind noch ein paar Sachen. Oh, I would love to take a bath right now. Not this one. Surface corrosion suggests it was prone to extreme temperature fluctuations. For medical purposes, I suppose. Boah, ganz ehrlich, ich habe gerade so einen innerlichen Flashback gehabt mit dem einen Spiel, was wir mal gespielt haben, mit diesem Irrenhaus, wo die dann viele Medikamente gegeben haben und die Gehirne dermaßen bearbeitet haben, dass die Menschen, die da reingekommen sind, tatsächlich irre geworden sind nachher. Bars covering the windows from the inside. Da wurden auch solche Foltermethoden angewendet. My mother loved flowers. They made her smile. I remember we would bring a new bouquet every week to make her a bit happier. That's why we collected all the violet flowers we could find on the island. Ja, jetzt können wir hier aber erstmal nichts mehr machen, so wie es aussieht. Moment, doch, da ist noch was. Looks like it was damaged by a blunt object. Oh, it brings back some memories. Ja, ich wollte sowieso jetzt gerade Perspektive wechseln. Aber wir finden jetzt hier nichts Außergewöhnliches, so wie es aussieht. Aber das bringt Erinnerungen zurück. Das hat er ja selber gesagt. Ja, ich wollte gerade sagen, da müssten wir wahrscheinlich hier auch was anheften. Ah ja, okay. The broken plate shards were all over the floor. Mycroft had to change his suit as the one he was wearing was completely stained. Mother was troubled that morning. Something we did upset her. Dr. Richter tried to calm her down. Okay, was ist hier mit dem Tisch passiert? Ach, da hinten. We had to put the tray with Mother's morning tea down, but why? It's starting to ring a bell. I think it happened in the morning. Okay, neue Gedankenspiele stand da aber gerade. Meinen die das jetzt damit oder habe ich jetzt zusätzlich noch was bekommen? Ich schau mal eben nach, ob da jetzt auch noch was drin ist. Wir brachten Mutter Tee. Ja gut, das bringt natürlich nicht viel. Okay, dann versuchen wir mal, irgendwas zu konstruieren, von dem wir jetzt keine Ahnung haben. Also das soll irgendwie heißen, dass er ihr irgendwas gezeigt hat und sie dann quasi ausgerastet ist, ja? Sie ist im Weinen.
Ja, aber hier hat sie ja das Tablett in der Hand. Das ist ja Blödsinn, weil er hat ja gesagt, dass sie das Tablett reingebracht haben. Also nehme ich mal eher an, dass es das ist. Das kann es aber eigentlich auch nicht sein, oder? Keine Ahnung, was das jetzt bedeuten soll. Also er hat doch gesagt, dass sie das Tablett hier hingestellt haben. Haben die denn da... Haben die da Tee getrunken? Ich habe doch keine Ahnung. Ich kann es gar nicht ändern. Wieso kann ich das jetzt... Hallo? Das passt ja nicht, weil er ist ja da hinten, wenn ich das richtig sehe. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, weil er hat ja gesagt, die haben das Tablett hier hingestellt. Das würde für mich persönlich jetzt heißen, dass die jetzt da gesessen haben. In welcher Reihenfolge kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Keine Ahnung, ich probiere das jetzt mal einfach so aus, dass sicher irgendwas falsch ist. Trying, Sherry. Concentrate. Naja, das ist mir schon klar. Ich meine, das hier kann ich... Vielleicht ist da ja noch ein anderes Tablett, aber ich glaube es nicht. Also ich glaube nicht, dass das richtig ist. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Oder die haben das Tablett... das kann natürlich sein, dass sie das dann irgendwie aufgehoben haben. Und dann da in die Ecke später gestellt haben. Ich würde das gerne noch ändern, aber ich versuche es trotzdem... Achso, okay. I don't believe you. Liars! Get away from me! It's not true! It's not real! What? Oh. Everything will be okay, Sherry. I promise. Ach so. It was the morning of the 9th of April, the day my mother died. Das sollte gar nicht der Bruder sein. Okay. Der Morgen des 9. April. Der 9. April fing gar nicht gut an. Erst hatte Mutter eine Panikattacke und dann wurde sie hysterisch. Sie warf ihr Essen um und schrie ihren Arzt an, den sie einen Lügner nannte. John und ich waren gerade dabei, ihr ihren Morgentee zu bringen. Doch als sie zu schreien anfing, bekam ich Angst. Ich konnte nichts weiter tun, als mich vor dem Bett zusammenzukauern und darauf zu warten, bis alles vorbei war. Zum Glück war John da, um mich zu beschützen und zu beruhigen. My mother, she was not just ill, but mad. God have mercy. I'm sorry. That explains why you locked the memory away. There must be more, John. That was the morning of her death. I need to know what happened. John. Every time you... I just don't... Please, Sherry, leave it be. Just breathe, John. You know that I cannot leave the last stone unturned. We are so close. I know. But can we at least leave it for another day? Nein, wir müssen weitermachen, würde ich sagen. It cannot wait. Let us find another door and finally learn the truth. That's pointless, Sherry. To date, you have had no control over the return of these memories. It is all triggered by your work elsewhere on Cordona. You must accept that this will have to wait. Are you all right? Nee, nicht wirklich, ne? Weil er denkt offensichtlich, dass sie tatsächlich geisteskrank war. Ich gehe stark davon aus, dass es wieder mal durch Medikamente ausgelöst worden ist. It feels wrong, sad. Like they're the memories of another man. I'm struggling to reconcile my love for my mother with the reality of who she was. And worse, what possessed Mycroft to lie about it? There are precious few pieces of this puzzle remaining, John. Let us dawdle here no longer. Indeed. Wait, did you hear that? Yes. Metallic souls. What is this sailor doing here? Ja, was ein Seemann hier macht, das wissen wir natürlich nicht, aber das werden wir erst in der nächsten Folge herausfinden. Bis dann!
Ciao.